Hi, Penner im Auto hier. Mein Name ist Tobias, ich reise seit über 2 Jahren durch Europa. Bin momentan in Bosnien-Herzegowina. Bin eigentlich die kroatische Grenze entlang, seit über einem Monat nicht mehr zu Hause. Gehe gerade zu den Wasserfällen und dachte mir, es ist schon längst überfällig, dass wir über das Thema Sicherheit reden. Sicherheit beim Reisen und beim Campen, das bedeutet, dass man nicht an den Grenzen zum Beispiel feststeckt oder dass man halt eben die richtigen Parkplätze findet, die sicher sind, oder dass man auch richtig mit den Menschen umgeht. Man trifft natürlich unterwegs auch viele Menschen und auch Leute, die halt nicht unbedingt das Beste für einen wollen. Ich werde das ganze Thema in chronologischer Reihenfolge abgehen, das heißt, was kann man machen, während man noch zu Hause ist. Was kann man machen, während man losfährt? Was kann man machen, während man dort ist? Und am Ende werde ich dann noch als kleines i-Tüpfelchen von meinen 3 versuchten Einbrüchen erzählen, wie ich die abwehren konnte und was ich daraus gelernt habe und sowas. So, aber erstmal gucke ich einmal auf die Karte. Ich bin... Ja, ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das müsste ich einmal kurz überprüfen. Ich bin hier und mein Ziel ist das da hinten. Okay. Ja, das ist mal wieder so ein Tobi-Plan hier. Ja, ich laufe einfach mal weiter. Mal gucken, wie weit ich komme. So, und damit keine Langeweile aufkommt, fange ich direkt mal an. Die erste Sache, die man grundsätzlich bei jeder Reise machen sollte, ist, man sollte sich Kopien der Dokumente anfertigen. Reisepass, Führerschein, Ausweis, Fahrzeug, Papiere, alles Mögliche. Das heißt... Die meisten empfehlen, dass man sich die scannt, also fotokopiert, Foto davon machen und sich halt ausdrucken. Dazu würde ich aber noch so weit gehen, dass man auf dem Handy auch Kopien davon hat. Es passiert zwar ultra selten, dass man diese Dokumente verliert, aber wenn es mal so ist, dann soll es angeblich die absolute, da gibt es Horror-Stories, da soll es die absolute Hölle sein. Je nachdem, in welchem Land ihr seid, wenn ihr jetzt in Europa im Schengen-Raum seid, dann dürfte es wohl ganz okay sein, aber außerhalb Europas, hier zum Beispiel Bosnien-Herzegowina, ich denke, das wäre schon etwas kritischer. Mir selber ist das noch nie passiert, aber das ist minimaler Aufwand und da habt ihr definitiv mehr davon, wenn ihr davon Kopien herumfliegen habt. Die nächste Sache wäre, dass man sich auf jeden Fall genug Medizin mitnimmt. Ihr wisst nie, wie die Lage vor Ort ist, ob ihr da eure Medizin bekommt oder ob ihr die in eurer gewohnten Qualität erhaltet. Ich selber bin zum Glück nicht davon betroffen, aber ich kenne genug, die zum Beispiel irgendwelche Hormonprobleme haben und auch vom Arzt immer nur geringe Mengen verschrieben bekommen. Ich weiß leider nicht, was man da machen kann. Vielleicht sollte man mal mit dem Arzt sprechen. Wenn man jetzt zum Beispiel wie ich über mehrere Monate irgendwo unterwegs ist und man da irgendwelche Enzyme braucht oder sowas, das kann ja echt schon zum Problem werden. Wie gesagt, bei mir ist das nicht vonnöten. Wow, das ist eine Brücke, die neu gebaut wurde. Na doch nicht, jetzt habe ich ein paar Autos. Okay, bei mir ist es... Ich nehme zum Beispiel jeden Tag Omega-3 und Kürbiskerne esse ich immer. Ja, Omega-3. Und da habe ich mir halt irgendwie so eine 200er Packung geholt. Aber das ist, wie gesagt, auch leicht zu kriegen. Halt sowas ist ja nicht verschreibungspflichtig oder sowas. Ach, jetzt verstehe ich die Karte auch erstmal. Ich dachte, ich müsste hier über die Autobahn, aber ich muss wortwörtlich unter die Autobahn her. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier mit Landminen aussieht. Hier im ehemaligen Jugoslawien, jetzt Norden Kroatiens zum Beispiel, da muss man ja aufpassen. Aber hier, das ist ja so ein halb gefestigter Weg. Hier fahren ja wohl regelmäßig LKWs lang, dann kann ich hier langlatschen. Da muss ich hin, genau, da muss ich hoch und dann führt da irgendwie so ein Gammelweg schräg weg. Und dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, wie man merkt, ich bin durch und durch durchgeplant. Ich mach das aber, ich liebe das. Ich mach das ständig einfach. Ich fahre irgendwo hin, wo es mir danach ist. Deswegen ist natürlich das Thema Sicherheit halt auch ziemlich groß geschrieben. Womit wir zum nächsten Punkt kommen. Bevor ich jetzt vor einer Stunde hier nach Bosnien-Herzegowina rüberfuhr, habe ich mir die Seite des Auswärtigen Amts Deutschland über Bosnien-Herzegowina durchgelesen. Das ist eine Goldgrube, Leute. Das liest sich wie ein Thriller, was man da alles erfährt über Spanien, dass die Leute auf der Autobahn mit Steinen auf euer Fahrzeug werfen, um euch auf die Raststätte zu locken und sowas. Das ist der Wahnsinn. Definitiv die Seite des Auswärtigen Amts durchlesen, bevor man hinfährt. Ich selber liebe es, unvorbereitet irgendwo hinzugehen. Die Seite, die verrät aber zum Glück auch nicht zu viel. Das ist halt das Geniale da drin. Deswegen liebe ich diese Seiten. Jetzt erwartet mich dieser Hügel. Aber...
Ganz unrecht habe ich nicht. Die Brücke sieht ziemlich neu aus. Auf dem Weg hierhin an der kroatisch-bosnischen Grenze, da wurde eine ganze Straße neu gebaut. Ich bin da trotzdem durchgefahren. Das war so eine 3 Kilometer lange Baustelle. Ich Trottel wollte da natürlich trotzdem durch und da waren überall die Gullideckel noch nicht abgeschlossen. Also musste ich die ganze Zeit Schlangenlinie fahren. Die Bauarbeiter hatten gerade Pause. Die haben ihre Brote gegessen. Die haben mich angeguckt. Der dumme Deutsche, der während kein anderer hier Urlaub macht, unbedingt durch die Baustelle durchfahren muss. So viel Blödsinn, wie ich schon unterwegs unternommen habe, tut dieses eine Pfefferminzblättchen auch nicht mehr zur Sache. Kommen wir zur nächsten Sache. Eine Regel, eine eiserne Regel, die ich strikt befolge, außer heute. Weil heute habe ich kein Internet hier in Bosnien-Herzegowina. Ich wollte mir keine SIM-Karte holen, weil ich vermutlich nur einen Tag hier bleibe. Und das Internet will ich nicht nutzen, das gehört nicht zu den Eurozone 1 Ländern. Was ein kleines Problem ist, weil für gewöhnlich habe ich eine WhatsApp-Gruppe, wo meine besten Freunde drin sind, meine halbe Familie drin sind, wo ich dann immer meinen Standort teile, damit die immer wissen, wo ich bin. Ist auch ein Sicherheitsaspekt. Wenn man sich plötzlich 24 Stunden nicht mehr meldet, können die vor Ort die Polizei benachrichtigen und sogar sagen, wo mein Auto steht, wo ich wohl in so einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung da liege oder so, obwohl dann wäre es eh zu spät. Wie skurril. Jedenfalls ist das meine eiserne Regel, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Immer den Standort in eine Gruppe schicken, die extra dafür gemacht ist und wo ihr den anderen erklärt, wie sie die Gruppe auch auf stumm schalten können. Ansonsten kriegen sie die ganze Zeit irgendwelche Standorte zugeschickt. Standortgruppe. So, ich glaube, ihr habt jetzt mittlerweile zu Hause alles Mögliche vorbereitet. Ihr fahrt jetzt los. Dann ist die nächste Sache, die ich dringend empfehle, ist, fahrt vorsichtiger, als ihr es eigentlich gewohnt seid. Erstens, das Auto ist komplett anders. Ich weiß ja nicht, was ihr gewöhnlich für ein Auto privat fahrt, aber so ein Transporter ist schon eine andere Hausnummer. Da ist alles so langsam, es schwappt langsam hin und her. Du hast einen definitiv längeren Bremsweg als ein normales Fahrzeug. Das durfte ich in Polen erfahren. Da waren 2 Autos vor mir. Das zweite Auto vor mir kam spontan auf die Idee, ganz hart links abzubiegen, ist voll in die Eisen gegangen. Das erste Auto vor mir hat das wohl auch irgendwie spät bemerkt, ist voll in die Eisen gegangen und ich mit meinem dicken Bus hatte da gar keine Chance. Ich bin in nicht volle Kanne reingerast, aber ich habe ihnen schon die Schürze zerdrückt. Jo, rozumie trochę po polsku. Aber hab dann so getan, als ob ich gar nichts verstehen würde. Und das ist ihnen dann so auf den Sack gegangen, dass er mich für 80 Euro gehen lassen hat. Seine Schürze war echt eingedrückt, also das war schon ganz mies. Bei mir ist seitdem auch die Motorhaube, die geht nicht mehr ganz zu. Deswegen fahrt am besten halb so schnell. Und wenn ihr dann während der Fahrt denkt, dass das die anderen Fahrzeuge nervt, da kann man sich auch mit aushelfen, indem man sich hinten am Fahrzeug einen Hundeaufkleber draufsetzt. Keiner hupt ziemlich mehr an. Und so könnt ihr schön genüsslich durch die fremden Länder fahren, alles genüsslich ansehen. Die Leute sehen sowieso, ihr habt ein deutsches Nummernschild, ihr seid irgendwie komisch. Ihr seid total auf der sicheren Seite. Und das Reisen beziehungsweise das Fahren macht viel mehr Spaß. Womit ich auch noch zu einem Thema komme, was man eigentlich auch noch zu Hause machen sollte. Der Zustand des Autos, den müsst ihr natürlich kennen. Als ich mein Auto bekommen habe, habe ich zum Beispiel das Betriebshandbuch komplett durchgelesen, egal was da drin stand. Da lernt ihr zum Beispiel solche coolen Tricks. Bei mir im Auto ist es so, wenn ich es abschließe, dann blinkt es zweimal. Wenn es nicht zweimal blinkt, dann gibt es irgendein Problem mit irgendeinem Schloss. Also immer, wenn ich es abschließe und das nicht blinkt, weiß ich habe zum Beispiel die Beifahrertür nicht richtig zugemacht. Und sowas steht im Betriebshandbuch. Aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass man herausfindet, wie man den Zustand der Bremsen erkennt. Als ich jetzt nach Südfrankreich gefahren bin, habe ich Volltrottel natürlich nicht die Bremsen zu Hause überprüft und in Annecy, übrigens unglaublich wunderschöne Stadt. In Annecy ist es dann geschehen, die Bremsen vorne waren durch, haben laut gekratzt. Ich hatte weder die Werkzeuge noch die Sachen dort und irgendwelche Sachen nach Südfrankreich bestellen, gestaltet sich ein bisschen schwer. Deswegen musste ich einen Mechaniker aufsuchen. Zum Glück habe ich gerade in Annecy auch einen Top-Mechaniker gefunden. Aber seither, immer wenn ich jetzt losfahre, überprüfe ich natürlich vorher die Bremsen. Zum Zustand des Autos gehören halt nicht nur Bremsen, sondern auch Öl, dass ihr das mal nachmisst. Falls man das noch nie gemacht hat, dann sollte man das doch zu Hause nochmal machen. Allein um unterwegs die Gewissheit zu haben, dass man weiß, wie man es überprüft. Ich zum Beispiel mache jeden Monat einen Komplettcheck meines Fahrzeugs mit sämtlichen Flüssigkeiten und jedes Jahr mache ich auch einen Ölwechsel. Ich denke, da werde ich auch keine Videos zu machen, weil da ist YouTube komplett überfüllt mit. Einfach mal Auto-Ölwechsel oder euer Modell-Ölwechsel in die Suchleiste eingeben. In der Regel findet ihr da was oder so ein Automodell Bremsen wechseln oder sowas. So, einmal gucken, ob wir noch richtig sind. Meine liebe Karte. Mich überkommt das ungute Gefühl, dass ich hier auf dem Steinbruch bin, also auf dem Betriebsgelände und ich hier gar nicht sein darf.
womit mir einfällt, im Ausland genießt ihr so eine gewisse Immunität, weil kein Polizist hat Bock auf so einen internationalen Krieg, einen internationalen Papierkrieg, meine ich. Also wenn mich jetzt hier jemand findet, wird keiner was machen. Aber dann stelle ich mich ein bisschen dumm und dann lassen die mich einfach vom Gelände runter. Okay, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte des Weges geschafft. Kommen wir zurück zum Thema Sicherheit. Ihr seid jetzt unterwegs und ihr wollt einen Parkplatz suchen. Parkplatz, das große Thema, wo sich alle unsicher sind. Oh, das ist die Grenze zu Kroatien. Die darf ich nicht filmen. Ihr wollt jetzt einen Parkplatz suchen. So, zuallererst, ihr habt schon mal die Seite über das Auswärtige Amt gelesen. Da steht so gut wie immer drin, dass Autoeinbrüche in dem Land vorkommen. Meistens wird dann auch erwähnt, in welcher Stadt oder in welcher Region es häufig vorkommt. Und damit könnt ihr schon mal so ein kleines Gefühl entwickeln, wo ihr wie lange stehen könnt. Je länger ihr an einem Parkplatz steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass das bei euch eingebrochen wird. Weil das läuft in der Regel so, dass die Leute halt durch die Gebiete durchreisen und sich merken, wo die Fahrzeuge stehen und dann halt abends oder auf einen gewissen Zeitpunkt warten, an dem es da halt an diesem Ort am besten ist, um dort einzubrechen, schnell die Karre leer zu räumen und abzuhauen. Und das geht sehr, sehr schnell. Aber dazu erzähle ich später noch mehr. Zum Thema Auto aufknacken und einbrechen, da sollte ich eigentlich ein eigenes Video zu machen. Parkplätze, ja, also meine Routine ist so, ich gucke erstmal auf Park4Night, bekannte App, ich verlinke es trotzdem nochmal unten in der Beschreibung. Wenn ihr euch die professionelle Version hat, also da irgendwie was spendet, ich glaube man kann da ein Jahr spenden oder zwei Jahre spenden, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall beläuft es sich dann auf irgendwie 2-3 Euro im Monat, was natürlich gar nichts ist. Und dann könnt ihr sogar nach der Bewertung sortieren und euch von vornherein nur die supergeilen Parkplätze anzeigen lassen, weil in den Bewertungen fließen auch oft Einbrüche mit ein. In Monaco zum Beispiel hatte ich es echt extrem, dass es dort Parkplätze gab, wo Leute beschrieben haben, dass nach 10 Minuten dort eingebrochen wurde. Das stand ich dann natürlich nicht. Also immer schön bei Park4Night nachgucken und lest euch auch tatsächlich die Kommentare durch. Die sind chronologisch sortiert, die neuesten Kommentare sind immer oben, da könnt ihr direkt ein Gefühl für bekommen, ob dort irgendeine kriminelle Machenschaft sein Auge darauf hat. Danach, nach Park4Night, wenn ich dort nichts finde, dann gucke ich tatsächlich bei OSM nach. OpenStreetMap. Das ist wie das kennen wenige, aber das ist eine Goldgrube. Das ist wie das Wikipedia der Karten. Da steht alles drin. Da stehen sogar Bänke und Mülleimer mit drin. Und da könnte ich Parkplätze suchen, die direkt markiert sind als kostenpflichtige oder kostenfreie Parkplätze. Kostenlose Parkplätze meine ich natürlich. Das ist so dann der zweite Punkt, wo ich nachgucke. Ich habe auf meinem Handy die App Osmand, OSMAND, installiert. Da kann man dann die Karte für ganze Länder direkt runterladen. Dann rüber navigiere ich auch. Ich benutze zum Beispiel Google Maps nur noch für Restaurantbewertungen oder sowas in der Art. Ansonsten benutze ich nur noch Osmand. Das ist mein Schweizer Taschenmesser bei den Reisen. Auch hier zum Moment habe ich die Osmand-Karte auf meinem Handy laufen und der trackt die komplette Strecke, die ich ablaufe. Und ich kann sofort rausfinden, was gibt es hier in der Umgebung und sowas. So, und wenn ich bei Osmand auch nichts finde, dann fahre ich tatsächlich selber durch. Oder gucke auf Google Maps Satelliten natürlich noch nach. Doch, stimmt, dafür benutze ich Google Maps auch noch. Die Satellitenbilder sind natürlich total geil. So, wenn ihr dann dort ankommt und euer Auto hinstellt, erstens könnt ihr vor Ort natürlich auch nochmal gucken, gibt es irgendwelche Schilder. Jetzt hier in Kroatien zum Beispiel habe ich einen Parkplatz gefunden, der wurde bei Park4Night super gelobt. Das war auch ein mega geiler Parkplatz, nur seit kurzem wurde ganz neu ein Schild hingestellt, dass da ab jetzt Campen verboten ist. Also vor Ort ist dann natürlich die letzte Visite, bei der man herausfinden kann, wie gut und wie sicher ein Parkplatz ist. Wenn ihr zum Beispiel auf so einem Schotterparkplatz seid, wie hier, dann könnt ihr dann zwischen den Steinen nachgucken, ist dort Glas oder nicht. Sind da so kleine Glassplitter. Die Glassplitter von Autos, die sind immer irgendwie so ein bisschen würfelartig. Daran könnt ihr unterscheiden, ob das Glassplitter von Flaschen sind, von irgendwelchen Kiddos, die da halt sich einen getrunken haben und die Flaschen zerbrochen haben, oder ob das tatsächlich Glas von so einem Auto ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ihr aufgepasst habt. Ganz am Anfang das Video, das ich reingeschnitten habe, wo ich meinen Reifen aufgepumpt habe. Habt ihr es gesehen? Da lag Glas auf dem Boden. Da lag sowohl lagen da Glasflaschen. Von Glasflaschen lagen da Splitter auf dem Boden, aber auch vom Auto lagen da Splitter auf dem Boden. Also weiß ich Bescheid.
Und zu lange stehe ich da jetzt nicht. Für eine Nacht ist es okay. Ich habe vorhin ein Auto vorbeifahren sehen, aber mein Stealth Camper weiß natürlich keiner, dass ich drin bin. Und dann habe ich vorne über meinen Schlitz habe ich den Typen beobachtet, aber der hat mein Auto auch gar nicht beachtet. Also der war an meinem Auto nicht interessiert. Ein Einbrecher war das jetzt nicht. Und deswegen habe ich jetzt auch keine Sorge, meine Karre da irgendwo in einem Land, in dem ich noch nie war, einfach stehen zu haben. Ich glaube, der Parkplatz ist ziemlich safe. Den habe ich auch übrigens über Park4Night gefunden. Ah, die nächste Brücke, aber hier ist auch alles... Oh, was ist das denn? Da will ich hin. Alter, was sind das für Wasserfälle? Mit den... Oh Mann, ey. Boah, sieht das geil aus. Schade, dass die Sonne nicht scheint. Das wäre noch geiler. Na gut, kommen wir zum nächsten Thema. So, jetzt parkt ihr irgendwo, ihr fühlt euch wohl, ihr seid schön am plätschernden Wasser, alles ist toll. Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt wollt ihr losgehen, wie ich jetzt. Dann... empfehle ich euch dringend, und das empfiehlt euch jeder auf der Welt, der irgendwie ein bisschen Ahnung davon hat, hinterlasst keine Wertsachen dort, wo man es sieht. Also bei mir ist es der Vorderraum. Da darf auf gar keinen Fall irgendwas Wertvolles drin sein. Ich wollte mir zum Beispiel sogar die Sitze eigentlich einmal schön beziehen lassen, dann habe ich sein lassen, weil das sieht dann wertvoller aus. Und dann denken die sich alle, hey, da steckt irgendetwas drin, was man halt klauen kann. Vorne... Bei mir ist das eine Regel, vorne muss es einfach ratzenbillig sein. Keine Wertsachen vorne, weil die Einbrecher machen das nämlich genau so. Das ist Einbrechen, im Auto einbrechen jetzt. Das ist das sicherste Verbrechen, das man überhaupt machen kann. Du kannst dir vorher angucken, ob da irgendetwas Wertvolles drin ist. Und da ich auch viele Einbrecher bei mir beobachtet habe, wie die das machen, ist mir auch klar geworden, die Einbrecher, die gucken sich natürlich die Fahrzeuge vorher an. Das kann man sich auch zunutze machen. Das war der erste Einbruchsversuch, das war in Tschechien, ich liebe Tschechien. Das war der erste Einbruchsversuch, das war im Süden, Telč. Wunderschöne Stadt, kennt keine Sau. Jedenfalls, ups, da hätte ich mich fast auf die Fresse gelegt. In Telč war das so, dass der Einbrecher ist komplett um das Auto drumherum gegangen, hat versucht in alle Scheiben reinzugucken und da ist mir ein Licht aufgegangen. Ey, was ist, wenn man so ein Hundeschild hinten drin hat? Ich habe nämlich auch vor einigen Jahren, da war so ein Bestsellerbuch, das war ein Einbrecher, also ein Profi-Einbrecher, der ein Buch darüber geschrieben hat und auch Studien rausgebracht hat und sowas. Was schreckt Einbrecher am meisten ab? Hund, ganz klar. Warum sollte ein Einbrecher dein Auto knacken, wenn er sein Leben damit riskieren könnte? Und die Straße ist so voller Autos, wo er da überall reingucken kann. Soll er jetzt versuchen, dein Auto zu knacken oder soll er einfach 10 Minuten weiterlatschen und das nächste Auto finden? Das Hundeschild bei mir hat unzählige Probleme gelöst. Ja, das wollte ich nur nochmal erwähnen. So, zu dem Einbruch in Telč, da sage ich, wie gesagt, am Ende des Videos erkläre ich das nochmal ganz genau. Aber vorher werde ich noch ein paar andere Sachen zum Thema Sicherheit erklären wollen. Datit oder sowas. Okay, cool. So, um das dieses negative Thema andere Menschen abzuschließen, also Einbrüche und sowas, will ich noch eine Sache erwähnen. Und zwar, ich weiß ja nicht, wie du jetzt so drauf bist. Bei mir ist es auch manchmal quatschig mit allen möglichen Leuten, die ich in der Stadt sehe. Manchmal quatsche ich aber auch mit gar keinen. Aber wenn ihr mit anderen Leuten quatscht, gibt es zwei Regeln, die ich habe. Die erste Regel ist, wer dich anquatscht, will dich vermutlich abziehen. Ist einfach so. Ich selber werde oft angequatscht nach 2 Jahren oder über 2 Jahren. Man öffnet sich irgendwie anderen Menschen mehr und so. Und deswegen werde ich oft angequatscht, aber da bin ich dann grundsätzlich immer so sehr suspekt. Und die zweite Regel ist, wenn ich andere Leute anquatsche, aber die zu viele Fragen stellen. Das war zum Beispiel auf so einem Motorradtreffen, da war ein Typ. Das war eine Motorradgang, das war so eine Party, das war echt ziemlich cool. Und aber ein Typ, der hat ganz oft gefragt, ja, du bist wirklich alleine hier unterwegs und ba, ba, ba. Das war mir mega suspekt. Irgendwann habe ich mich zu ihm gelehnt und ihm gesagt, dann im Vertrauen gesagt, nee, in Wirklichkeit bin ich gar nicht alleine hier. Aber verrat das gar keinem. Und dann hat er sofort losgelassen, er hat gar keine Fragen mehr gestellt. Das waren seine Motivationen, ja klar wollte er mir irgendwas Böses antun. Und dann bin ich auch sofort von der Party abgehauen, also da muss man gar kein Risiko eingehen, ne? Also das sind die zwei Regeln, die ich habe. Wenn dich jemand anquatscht, dann ist es höchstwahrscheinlich Verarsche. Und wenn die Leute halt so viele suspekte Fragen stellen, dann ist es auch ganz komisch. Okay, ich habe ein Problem. Der Weg war ja bisher ganz toll, jetzt wird's matschig und ich muss da rüber. Jetzt ist die Kreativität gefragt. Oh, das wird super. Noch zum Thema anderer Menschen. Das ist mir in Holland passiert, das ist mir in Polen passiert, das ist schon fast überall passiert. Ihr dürft keine offenen Getränke annehmen. Also wenn ihr irgendwie eine Bierflasche bekommt oder sowas, achtet darauf. Das ist eine rote Flagge, wenn die bereits geöffnet ist oder wenn ihr irgendwie Bier bekommt, das im Glas ist. Der härteste Fall ist, ich will kein Land in Dreck ziehen, deswegen sage ich nicht, wo das war. Der härteste Fall war tatsächlich, da waren K.O.-Tropfen oder vermutlich K.O.-Tropfen im Bier, das von der ganzen Bar ausgeschenkt wurde. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin einfach total voll, deswegen bin
bin ich zum Auto zurückgegangen. Und am nächsten Tag habe ich mir Videos angeguckt, die ich da von dem Abend gemacht habe. Und ich habe gemerkt, dass alle Hacken voll waren, obwohl nur Bier ausgeschenkt wurde. Die Leute sind beim Tanzen umgefallen. Also ja, das ist auch so eine Sache. Es ist eine rote Flagge, wenn ihr Getränke annimmt, die bereits offen waren oder die halt irgendwie manipuliert sein könnten. Das kommt immer öfters vor. Wie gesagt, das habe ich in den unterschiedlichsten Ländern erlebt. Und seit diesem Härtefall ist das auf jeden Fall eine Regel von mir, weil... Der Trend ist definitiv, dass es leider immer schlimmer wird mit den Chemikalien, die einen untergejubelt werden. So, und jetzt komme ich tatsächlich, jetzt gehe ich weg von den boshaften Menschen. Ich will noch eine Sache erwähnen. 99% der Menschen sind wundervoll. Ihr könnt mit denen quatschen, ihr könnt mit denen Abenteuer erleben. Ich habe schon bei Familien im Schrebergarten gegrillt. Es gibt nur halt so einzelne Sachen, die halt rote Flaggen auslösen. Also rote Flaggen bedeutet, das ist ein Zeichen dafür, dass irgendetwas komisch ist. Da muss man auch nicht aktiv drauf achten, sondern man kriegt selber einfach so ein unwohles Gefühl, wenn sowas passiert. Also mit der Zeit kommt das einfach. Mir selber ist auch nie was Schlimmes passiert. Also so, jetzt muss ich weiter. Das war's jetzt mit der bösen Menschheit, die auf der ganzen Welt alle kriminell sind. Da ich hier gerade festhänge in dem schönen Dornenbusch, komme ich zum nächsten Thema. Und zwar Ausrüstung. Notausrüstung insbesondere. Ich habe ja meinen, vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe meinen dicken Rucksack dabei, weil ich wusste, das wird irgend so ein verrückter Weg mal wieder sein. Und in dem dicken Rucksack ist immer... ein Verbandskasten dabei und mein Poncho. Poncho, Leute. Nicht nur, dass ihr ein kleines Päckchen dabei habt, das euch komplett gegen Regen schützt. Nein, man kann es auch zum Beispiel anziehen, um durch einen Dornbusch zu laufen. Oder man kann es auch anziehen und sich, das sieht so affig aus, ein Teelichtlein zwischen die Beine packen, während man halt auf dem Hocker sitzt. Und die Wärme des Teelichts geht in den Poncho rein und wärmt den ganzen Körper. Also die Teelichter selber wärmen nicht viel, aber wenn man das mit einem Poncho kombiniert, diesen kleinen Raum, kann man dann ziemlich gut warm halten. Für Notfall, wenn die Heizung ausfällt oder sowas. Im Saarland hatte ich das tatsächlich. Da war so wenig Sonne, dass ich nicht genug Strom hatte, um einfach meine Heizung zu betreiben. Poncho an, Teelicht runter, warm. Übrigens, kleiner Nachtrag. An dem Tag hatte ich kein Poncho dabei. So, da wir gerade bei Ausrüstung waren, können wir fließend übergehen zu Geld. Wow. Oh, hier geht's ja weiter mit den Dornen. Das ist ja unglaublich hier. Nicole hat ja gefragt. Wie machst du es eigentlich mit dem Geld? Wie machst du es, wenn man unterwegs ist? Ist ja eine große Frage. Was macht man beruflich unterwegs? Hat man ein geregeltes Einkommen oder nicht? Was bei mir Geld betrifft, muss ich eine Regel auf jeden Fall erwähnen. Das ist, ihr müsst Geldreserven haben. Also ich mache immer so 2-3 Monate, dass ich 2-3 Monate als Geldreserve habe. Ich habe ja in dem anderen Video bereits besprochen, dass ich mit 400 Euro im Monat klarkomme, weil ich ja keine Rechnung habe außer Sprit und Essen. Also habe ich grundsätzlich so 1200 Euro immer separat. Das ist ja keine große Menge. Ich habe aber auch ein geregeltes Einkommen und ich muss auch zugeben, dass ich tatsächlich größere Geldreserven habe. Ich habe nicht 1200 Euro, oder ich habe über 2000 Euro an Geldreserven, weil ich auch nicht von 400 Euro im Monat lebe, sondern tatsächlich mehr Ausgaben habe, weil ich manchmal große Sprünge mache. Wenn ich jetzt von zu Hause losfahre, ich bin gemeldet in Nordrhein-Westfalen, da fahre ich direkt aus NRW raus. Oder was ich bereits erwähnt hatte, ist, letztes Jahr bin ich von London nach Zentralpolen rübergefahren an einem Stück. Das waren ja auch 500 Euro mit der Fähre und dem ganzen Sprit und sowas. Das heißt, tatsächlich habe ich auch mehr Geldausgaben. Das berechne ich mit ein und achte darauf, dass ich halt meine Reserven übrig habe. Ich bin jetzt Selbstständiger. Ich mache das seit 7 Jahren oder sowas. Und wenn ich mal weniger verdiene, dass ich halt einen Puffer habe. Aber das ist so eine Sache, das muss man als Selbstständiger einfach immer machen. Von daher war Geld da nie irgendwie so ein großes Thema. Dann bei anderen Leuten, es kommt halt immer drauf an, was für eine Einnahmequelle man hat. Ich habe jetzt Robert, liebe Grüße an Robert aus Spanien. Der hat halt tatsächlich davon gelebt, dass er solche Geld-Job-Apps halt gemacht hat, wo er irgendwelche Texte formatieren muss. Na gut, das ist machbar. Der kam damit klar. Der kam aus Spanien, ist bis nach Griechenland runtergefahren und dann Albanien. Und getroffen habe ich den in der Slowakei am Tatra-Gebirge. Und der kam tatsächlich damit klar. Ob der jetzt Geldreserven hatte oder sowas, da spricht man natürlich unterwegs nicht drüber. Jedoch kann ich mir vorstellen, dass es bei dem natürlich ein bisschen knapper war mit dem Geld. Ich weiß auch, der saß einen Tag lang nur im Auto und hat einfach diesen Apps da rumgefummelt und quasi sein Geld zusammengearbeitet, bis er sich die nächste Tankladung leisten konnte und weiterfahren konnte. Ne? Zum Thema Jobs will ich auch auf jeden Fall noch ein eigenes Video machen, aber ich habe das Gefühl, ich muss noch, bevor ich irgendwie jemandem damit helfen kann, muss ich mehr Leute kennenlernen, mit mehr Leuten unterwegs quatschen und ein bisschen aus denen rauskriegen.
rauszukitzeln, was möglich ist, was man als Job so annehmen kann. Ich bin mir dessen bewusst, dass das natürlich ein Riesenthema ist. Ich kann das eigentlich nur machen, weil ich einen Job habe, bei dem es komplett egal ist, in welchem Land ich mich gerade befinde. Das ist meine Meinung zum Thema Geld. Ich habe immer Bargeld in der Tasche. Früher angefangen habe ich immer mit 3000 Euro in der Tasche, bis ich gemerkt habe, dass man gar nicht so viel Geld unterwegs braucht. Jetzt mittlerweile in der Regel habe ich so 1000 Euro in Bar unterwegs mit dabei und dazu noch Kreditkarten und Girokonto mit allen möglichen Zeugs. Ich habe auch noch Freunde und Familie, die halt Bescheid wissen und die auch einspringen würden, wenn ich jetzt hier in Albanien oder wo auch immer komplett flachlege mit meinem Auto, kriege ich das auch geregelt. So läuft es halt momentan bei mir und ich komme super damit klar. Ich habe echt keine Geldsorgen. Ganz im Gegenteil. Ich wundere mich, wie ich jetzt seit einem Monat unterwegs bin und immer noch meine Tasche voll ist. Passend zum Thema Geld. Oh, wie soll ich denn hier durchkommen? Vielleicht heule ich ja weniger, wenn ich mich dabei aufnehme. Passend zum Thema Geld ist natürlich auch das eigene Verhalten. Je weniger blöd ihr euch verhaltet, desto weniger Geld benötigt ihr auch. Wenn ihr vorsichtiger fahrt, geht euer Auto auch weniger kaputt. Also deswegen habe ich seit Jahren auch meine Pareto-Regel. Ich weiß nicht, ob jemand Pareto kennt. Das war ein italienischer Philosoph, der irgendwann erkannt hat, dass 80% des Landes in Italien 20% der Bevölkerung gehört. 80-20-Regel nennt man das auch. Und man sagt, dass das halt in vielen Bereichen anwendbar ist. Deswegen habe ich meine 80-20-Regel, was das eigene Verhalten betrifft, dass ich mich nur quasi 20% aus dem Fenster lehne. Ich mache nie etwas vollkommen Bescheuertes. Das, was ich hier mache, durch die Pampa zu laufen, für mich maximal 20%. Und das hat natürlich, wie gesagt, auch mit Geld zu tun. Ne? Wenn ich jetzt total bescheuert fahre, besonders in fremden Ländern, wo die Straßen anders sind, die Straßenführung anders ist, wie auch das Auswärtige Amt oftmals warnt, dass die Beschilderung meistens gar nicht ausreichend ist. Wenn du mit 100% daherfährst, richtig herknallst, du wirst einen Unfall haben. Das wird dann natürlich sehr teuer sein. Aber das betrifft dann natürlich auch die eigene physische Sicherheit, dass man nicht irgendwas total Verrücktes macht und sich irgendwie was bricht oder verletzt und im Krankenhaus landet. Pareto-Prinzip. Weiter geht's. So, meine lieben Schokohäschen. Oh, was freue ich mich. Und zwar... Tada! Nein, Quatsch. Das war's noch nicht. Oi, oi, oi. Ich weiß nicht, ob man hier unten schwimmen darf. Das wäre natürlich echt cool. Obwohl, hier unten könnte man doch schwimmen gehen, glaube ich. Hier steigt ein bisschen die Luftfeuchtigkeit. Ich hoffe, die Kamera geht davon nicht kaputt. Aber ja, jetzt, wo ich hier das ganze Wasser sehe, kann ich auch direkt das nächste Thema ansprechen. Und zwar habe ich für mich auf den Reisen aus Sicherheitsgründen herausgefunden, dass es besser ist, wenn man im Alltag... Boah, sieht das Hammer aus. Boah, ist das brutal. Wenn man im Alltag viel Wasser trinkt, mehr Wasser trinkt, als einem lieb ist... Weil gestern zum Beispiel war ich im Gebirge in Kroatien noch und bin eine Route gelaufen, die mich fast 7 Stunden gekostet hat und ich hatte nichts zu trinken dabei, was kein Problem war, weil ich grundsätzlich sowieso immer viel trinke und nach den 7 Stunden, als ich im Auto angekommen bin, hatte ich auch keinen Durst, weil mit der Körper, der ist halt ein bisschen wie so ein Schwamm. Und der speichert halt immer das ganze Wasser. Deswegen ist es mein Tipp, dass man grundsätzlich viel Wasser trinkt. Ich dachte erstmal, das wären Monitore, irgendwie so ein Livestream oder sowas. Aber das ist ein Bild von einem Typen, der mit einem Kajak im Gebäude sitzt. Und das Gebäude ist dieses hier. Das bedeutet, das Wasser stand mal tatsächlich bis hier hin. Dass man hier mit einem Kajak her paddeln konnte. Ja, es gibt so Orte, da kann man dann einfach keine Gedanken fassen. Da muss man einfach nur die Umgebung in sich aufsaugen. Und das gehört definitiv dazu. So, die Sonne verschwindet wieder in den Wolken. Ich gehe weiter. Da ich gerade bei der Geschichte war, wie ich gestern durch die Berge gelaufen bin, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, das ist Fitness. Ihr müsst eure Fitness kennen. Ihr müsst wissen, wie viel ihr drauf habt. Das gestern zum Beispiel, das war eigentlich schon echt heftig, aber das war für mich immer noch nach dem Pareto-Prinzip, das waren nur 20%, die ich gemacht habe. Vorher habe ich schon öfter so 800 Höhenmeter gemacht, in Südfrankreich zum Beispiel. Das war ultra lustig. Da war ein Hund, den ich im Dorf gesehen habe, der hat mich böse angebellt und ich habe gar nicht auf den reagiert. Das mache ich immer so bei Hunden. Der war davon anscheinend so davon beeindruckt, dass er mir hinterhergelaufen ist und ich wollte 800 Höhenmeter
Höhenmeter machen auf dem Berg rauf. Und der Hund ist den ganzen Weg mitgekommen. Total, total gestört. Unten habe ich noch gesagt, dass wenn der Hund es tatsächlich schafft, da hochzukommen, dann muss ich den leider behalten. Aber ich habe den natürlich nicht behalten. Ne? Also so 800 Höhenmeter wusste ich, das schaffe ich schon relativ gut. Jetzt waren das 1000 Höhenmeter, aber das Schwere an den 1000 Höhenmeter waren eigentlich der Unterschied der Temperaturen und des Klimas. Also unten war es tropisch heiß und oben lag Schnee und es war eiskalt, also musste ich viele Klamotten durchwechseln und sowas. Das war so die Herausforderung gestern, aber es war okay, war machbar. So, was ist denn das da oben? Altes, verlassenes Haus in Bosnien-Herzegowina. Ob ich mich wohl traue, da drunter herzugehen? Ist lustig, das zu machen, während ich ein Video über Sicherheit drehe. Langweilig. Und zum Thema rumlaufen und kleine Abenteuer haben und sowas auch noch die nächste Sache. Offline-Karten. Es gibt bei Google Maps die Funktion, da könnt ihr einen gewissen Bereich euch anschauen und dann als Offline-Karte runterladen anklicken. Dann lädt er sich die Karte auf das Handy, sodass ihr es benutzen könnt, ohne dass ihr Internet habt. Ich mache das nicht mit Google Maps, sondern ich mache das, wie gesagt, mit OSMAND, also OpenStreetMap. Die Karten sind nämlich unendlich viel detaillierter. An dieser Stelle Grüße raus an Lukas. Dankeschön. Von dem habe ich den Tipp. Ich kann das euch mal eben zeigen. Ich habe mir halt vorher dann halt Bosnien und Herzegowina runtergeladen, Kroatien, weil ich da gerade unterwegs bin. Und natürlich habe ich auch alle möglichen Punkte eingetragen, wo ich gecampt habe, wo ich was sehen will und so. Österreich ist auch dabei. Und so habe ich jetzt ultra detaillierte Karten, ohne dass ich Internet haben muss. Okay, das sieht interessant aus. Es schaut ganz so aus, als ob ich da hinten eigentlich für Eintritt zahlen müsste. Ich bin ja durch die Büsche reingeschlichen. Vielleicht gibt's Ärger. Oh, 1 Euro. Könnte ich mir dran kleben an meine Karre. Ich finde den am schönsten. Ein Euronski. Bitte, danke. Was ist das denn hier? Post? Okay. Ja, ich bin an der Nebensaison hier, ne? Karten verkaufen sind nicht, keiner da. Aber das finde ich auch cool, weil da habe ich meine Ruhe. Übrigens ist es in der Nebensaison auch viel, viel sicherer, irgendwo zu campen, weil die ganzen Diebe in der Regel nicht da sind. Offensichtlich hätte ich eigentlich Eintritt zahlen sollen. Naja. So ist es halt, wenn man eine Weltklasse-Karte hat und die ganzen anderen Eingänge findet. Ja, und mit der OSMAND-App, die halt eine App für die OSM-Karten sind, OpenStreetMap-Karten sind, da kann man auch gleich seine Bewegungen tracken. Das habe ich bereits in einem Short-Video erwähnt. Das ist genial. Da wisst ihr nicht nur automatisch, wo ihr überall schon wart und wo ihr nicht mehr herlaufen braucht, wie zum Beispiel in Prag. Ich müsste eigentlich die Karte von Prag einblenden. Das ist wie so ein Raster durchgezogen. Ich bin jede einzelne Straße dort entlang gelaufen. Das hat mich, glaube ich, 2 oder 3 Tage nur gekostet. Sondern man kann sich viel besser orientieren und man weiß halt automatisch auch, wo das Auto steht. Ich mache mir extra Markierungen für das Auto, aber wenn man automatisch beim Aussteigen und Losgehen den Tracker anschmeißt, dann weiß man das sowieso. Dazu kommt dann halt noch, dass man auch weiß, wie weit man gelaufen ist, wie ich auch bereits in einem anderen Video erklärt habe. Und man mit der Zeit ein Gefühl entwickelt, wie viel Kilometer man so insgesamt schafft. Dass man immer schön, wie der Pareto-Prinzip, nur 80% der eigenen Leistung abruft und niemals wirklich am Limit ankommt, was böse enden kann. Das ist so lustig. Nummernschild? Brauchen wir nicht. Warum? Da merkt man, dass man in einer anderen Welt ist. Hammer Aussicht. Bisher Bosnien-Herzegowina ist echt schön. Wo wir bei Fähigkeit und 80% Regeln und das alles waren, das alles kann man natürlich auch umdrehen, sich zum Beispiel auch Fähigkeiten aneignen. Also ich würde so grundsätzlich sagen, beim Vanlife braucht man alles. Es wird alles von einem abverlangt. Was mir persönlich am meisten geholfen hat, waren 2 Sachen. Ich habe nämlich Kampfsport gemacht. Ich glaube, das hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Ich musste nie irgendwie kämpfen oder sowas. Das ist totaler Schwachsinn. Aber das hat mir Selbstbewusstsein gegeben, einfach mich in fremde Kulturen reinzuschießen, ohne Angst zu haben. Weil wenn die Eskalationsstufe hochgeht, dann bin ich dann halt irgendwie ein bisschen vorbereitet. 2 Jahre MMA habe ich gemacht. Und davor noch andere Kampfsportarten jahrelang. Aber benötigt wird das echt gar nicht.
Und die zweite Sache, die aber definitiv geholfen hat, war Klettern. Nicht nur, dass man selber halt ein bisschen fit ist, sondern auch, weil man das tatsächlich benötigt. Besonders ich, so ein Freak, der hier irgendwo durch die Berge läuft oder sowas. Ich komme immer wieder an Stellen dran, wo ich das benötige. Am meisten habe ich es gebraucht, als ich im Calanques Nationalpark in Marseille war. Das war eine Katastrophe. Da hing ich oben am Berg fest. Ich bin hochgeklettert, weil ich dachte, dahinter geht's weiter. Ich habe die Karte einfach falsch gelesen. Und auf der anderen Seite ging es aber noch steiler runter und es war viel gefährlicher. Also muss ich dieselbe Stelle wieder runterklettern. Und runterklettern ist bekanntlicherweise oftmals gefährlicher als hochklettern. Ich sage nur so viel, ich habe da ein Abschiedsvideo gedreht, weil es war so dermaßen weit weg, dass die Steine auch quasi unberührt waren und sehr scharf waren und wäre ich da irgendwo runtergestürzt. Ich habe es aber trotzdem noch geschafft runter. Und als ich unten ankam, haben meine Hände und Füße geblutet, weil ich so feste da mich da dran gekrallt habe. Aber das hat mir echt alles abverlangt. Ich gehe zu Hause jedes Mal in die Boulderhalle. Ich bin jetzt kein Profikletterer oder sowas, aber das fördert einen und hilft auch bei der Körperkontrolle und bei der Fitness. Lasco Pivo. Pivo. Herzogovazzo. Pivo. Nächste Sache, wo wir gerade bei Fähigkeiten sind. Eigentlich gehe ich davon aus, dass man das kann, aber ich will es trotzdem nochmal lieber ansprechen, ist natürlich Erste Hilfe. Ihr habt einen Führerschein, also müsstet ihr eigentlich Erste Hilfe drauf haben, aber es gibt ja viele Leute, die nur einmal in ihrem Leben so einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht haben. Und da vergisst man natürlich alles schnell. Also für mich ist das nicht okay. Das rettet auf jeden Fall Leben. Also da einfach mal auf den neuesten Stand halten. Ich denke, es gibt da auch Online-Kurse oder einfach nur Online-Seiten oder YouTube-Videos gibt es garantiert, wo das einem erklärt wird. Ich habe bei der Bundeswehr die Erste-Hilfe-Alpha gemacht. Das bedeutet, dass man dann noch so Morphium spritzen kann und sowas, ist natürlich total übertrieben. Das Einzige, was noch in Frage käme, ist, wenn man sich vielleicht noch weitere Gerätschaften holt, um besser auf Unfälle vorbereitet zu sein. Es gibt zum Beispiel zwei Sachen, die habe ich selber aber auch nicht, die man aber in Erwägung ziehen könnte, sich zu holen. Das ist einmal Quicklock und das ist einmal der Tourniquet. Tourniquet ist, man sieht das besonders jetzt aktuell bei den ganzen Ukraine-Videos. Manchmal sieht man bei den Soldaten, die haben so einen Gummistreifen mit einem Stift am Bein oder an den Armen dran. Das sind die Tourniquets. Die sind, wenn man den Stift nämlich dreht, dann verknotet sich das Gummibändchen. Das ist eigentlich gar kein Gummiband. Dann verknotet sich die Schnur und schnürt den ganzen Arm oder das ganze Bein ab, um einfach die Blutung zu stoppen. Und Quicklock ist so ein Pulver. Wenn du eine offene Wunde hast, dann sprühst es da drauf und dann gerinnt das Blut einfach extrem schnell. Also das sind auch so zwei Sachen, die sich halt durchgesetzt haben. Wie gesagt, ich selber habe es nicht, weil das ist eigentlich total übertrieben. Wann trifft man schon Menschen, denen ein Bein fehlt? Oder wann muss ich dieses Quicklock verwenden? Das ist halt die Frage. Aber was ich definitiv voraussetze, ist natürlich, dass man Erste Hilfe kann. Schick, schick. Das hier ist ein Container, an dem ein Dach dran gebaut wurde. Das ist cool. Es gibt ja diese Containerhäuschen, bei denen das Problem aber bekannt wurde, dass wenn man dort eben ein Fenster reinschneidet oder eine Tür reinbaut, dass die Statik des Containers gar nicht mehr gegeben ist und man keine Erlaubnis dafür bekommt, da drin zu wohnen. Natürlich keiner da. Ich habe mal so den perversen Traum gehabt, dass ich so einen 1000 Liter Sprittank in meinem Auto drin habe und damit fahren würde. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, das würde vom Gewicht gar nicht passen und so. Ekelhaft das Wasser, das würde ich nicht mehr trinken. Ah! Nee, Wasser. Okay, cool. I'm walking right down the street. Und noch ein Sicherheitsaspekt ist natürlich das Thema Stealth Camper. Ich werde dazu auf jeden Fall noch ein eigenes Video machen. Aber jetzt zum Thema Sicherheit muss ich das auf jeden Fall nochmal ansprechen. Und zwar war ich mal bei einem Kurs von der Polizei. Die haben gesagt, dass Verbrecher immer so ein Drehbuch im Kopf haben. Und sobald irgendetwas vom Drehbuch abweicht, brechen die ab. Und das Drehbuch bei einem Wohnmobil ist, die wissen von vornherein, worum es sich da handelt und können dementsprechend alles planen und alles durchziehen. Die vermuten, dass jemand drin sitzt, die vermuten, was es da drin zu holen gibt und wie man einbrechen kann. Beim Stealth Camper jedoch ist es etwas anderes. Meiner Erfahrung nach vermuten die von außen erstmal, dass es sich um einen Transporter handelt halt einfach, ne? Dass irgendetwas transportiert wird. Das negative Punkt ist natürlich mein deutsches Nummernschild, das lockt ein paar an. Ich habe vorne einen Aufkleber, das bringt jedoch, glaube ich, gar nichts, besonders im Ausland nicht, das interessiert ihn nicht. Aber was Einbrecher eigentlich immer machen, ist, dass die einmal um das Auto drumherum gehen, alle Türen ausprobieren und dann sehen die eben hinten mein Hundeschild.
Ja, und das ändert halt eben deren Plan. Und das kann ich bezeugen an den Einbrüchen, die bei mir versucht wurden, von denen ich euch gleich erzähle. Ein anderer Faktor ist meiner Meinung nach, dass ein Stealth-Camper natürlich einfach weniger auffällt. Besonders wenn ihr im Ausland unterwegs seid, ist es so, dass halt die Touristen, die unterwegs sind, die sind halt verwundbarer und die kennen die Gesetzeslage gar nicht so genau. Wendet man sich an die Polizei? Was sagt man? Wie hoch ist die Erfolgschance? Wo wird eingebrochen und sowas? Das wissen halt Touristen einfach nicht. Deswegen sind die ein beliebtes Ziel. Okay. So, ich bin endlich angekommen. Ich konnte jetzt mein Auto aufschließen. Ich habe natürlich den Schlüssel. Doch was ist, wenn da draußen irgendwo irgendetwas passiert? Und ihr verliert euren Schlüssel oder der Schlüssel geht kaputt oder was auch immer. Was ich gemacht habe, ist, ich habe am Fahrzeug meinen Zweitschlüssel versteckt. Weil ich habe mir überlegt, was mache ich mit dem Zweitschlüssel? Behalte ich den im Auto? Warum denn? Soll ich den zu Hause lassen? Was will ich mit dem Zweitschlüssel, der 1500 Kilometer weit weg ist? Ich habe den oben am Solarpanel befestigt. Warum oben am Solarpanel? Weil es da am auffälligsten ist, wenn da jemand hochklettert und irgendetwas rumfummelt. Wo genau will ich natürlich nicht sagen. Das wird euch auch nichts bringen, weil eure Solarpanel vermutlich anders befestigt sind als meine. Das bedeutet, wenn ich mal irgendwelche Probleme hatte und mein Auto nicht aufschließen kann, kann ich da draufklettern, kann ich ihn aufschließen und komme immer noch rein, ohne mir ein Fenster aufzubrechen. Weil mir wurde in Utrecht bereits eingebrochen bei einem anderen Auto. Da wurde die vordere Fensterscheibe, die ungefähr so klein war, die wurde aufgebrochen und Leute, das nervt. Ich habe das dann mit Folie zugeklebt. Da könnt ihr, wenn euch da so ein Fenster aufgebrochen wird, da könnt ihr quasi direkt nach Hause fahren. Ihr werdet doch nicht ruhig pennen, während jeder weiß, ey, da ist ein Fenster offen. Man kann einfach so da reingreifen, ne? Deswegen, Gott bewahre, hoffentlich werde ich es auch niemals brauchen. Aber ich habe meinen Zweitschlüssel tatsächlich draußen wasserdicht verpackt und bombenfest dran gemacht. So, das nächste große Thema ist, ich will da auch ein eigenes Video zu machen, ist das Thema Hygiene. Das ist so viel zu besprechen, das schaffe ich nicht hier rein zu stopfen. Nach dem Wandern gehe ich immer rein und wasche mich einmal komplett mit diesen feuchten Tüchern ab und hänge diese Klamotten auf, weil die sind nass und Feuchtigkeit ist halt eben Nährboden, zum Beispiel für Pilze und alles mögliche. Das ist ja ein kleiner Raum und in kleinen Raum ist es besonders riskant, dass man Viren oder Bakterien entwickelt. Ich meine, seit Corona sind wir sowieso alle Experten, was die Verbreitung von Viren und Bakterien betrifft. Deswegen weiß wahrscheinlich jeder, dass in so einem kleinen Raum besonders darauf geachtet werden muss, ne? So, die Klamotten sind gewechselt. Ich habe mich abgewaschen. Die alten Klamotten hängen zum Trocknen. Der Gefahr von Bakterien oder irgendeinem Pestausbruch ist vorgebeugt. Jetzt würde ich eigentlich losfahren, wieder zurück nach Kroatien. Doch da gibt es noch etwas, was im Weg ist, nämlich der Zoll. Was hatte ich für eine glorreiche Zeit mit dem Zoll? Ich meine, in Europa befindet man sich ja eigentlich im Schengen-Raum. Da kann man überall einfach so durchfahren, das ist gar kein Problem. Aber wenn ihr mal etwas weiter fahrt, zum Beispiel nach England, die durchsuchen eure Karre. Wenn ihr nach Schweden fahrt, die durchsuchen eure Karre. Oder wie jetzt, wenn ich zurück nach Kroatien fahre. Ich bin mir sicher, die werden meine Karre durchsuchen. Und es gibt viele, die sind davor aufgeregt, dorthin zu fahren, weil es stimmt schon, die haben natürlich sehr viel Macht, weil die haben eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Wenn ihr beim Zollbeamten seid, solltet ihr am besten genau wissen, wie viel Alkohol, was ihr als potenzielle Waffe dabei habt und wie viel Geld ihr dabei habt. Als ich jetzt zum Beispiel nach Bosnien-Herzegowina rübergefahren bin, wusste ich ganz genau, ich habe ein langes Brotmesser dabei. Ich habe unter 1 Liter Wodka dabei. Übrigens nicht, weil ich das selber trinke, sondern weil ich damit Sachen reinige. Und ich habe noch ungefähr 600 Euro dabei. Wenn ihr das ganz genau benennen könnt, geben die Leute euch die Papiere zurück und lassen euch durchfahren. Weil ihr eurer Aufgabe nachgekommen seid, weil ihr ganz genau wisst, wie viel ihr mitnehmen dürft. In England hatte ich das auch. Da habe ich auch aufgezählt, was ich alles dabei hatte, wobei natürlich nichts Illegales dabei war. Und der Beamte guckt mich dann an und sagt so, ja, ist schön, dass Sie das aufzählen können, aber das ist alles nicht relevant. Und ich gucke ihn an und meinte, ja, ich weiß, dass es nicht relevant ist. Zack, hat er die Papiere genommen, hat die mir in die Hand gedrückt und gesagt, viel Spaß, weil der gesehen hat, dass ich einfach meiner Pflicht nachkomme. Also kommt dorthin, macht den Motor aus, gebt ihnen alle möglichen Papiere und habt einfach die Zahlen im Kopf, was ihr alles dabei habt. Dann habt ihr echt keine Probleme. Das Schlimmste, was ich erlebt hatte, war in Schweden. Und da hatte ich auch echt gar keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich hatte Pfefferspray dabei. Nehmt kein Pfefferspray mit. Es gibt so viele Länder, wo Pfefferspray einfach verboten ist. Und ihr kriegt da massiv Probleme mit. Ich hatte bei der schwedischen Grenze nur Glück, weil ich das sofort offenkundig gesagt habe. Und eben nicht wusste, dass das illegal ist. Die haben dann ungefähr 4-mal mein Auto durchsucht und haben mich reinfahren lassen. Das war da gar kein Problem mehr. Übrigens, Pfefferspray, ich habe das natürlich zur eigenen Sicherheit mitgenommen, seitdem in Telč in Tschechien der versuchte Überfall da war. Aber sobald jemand an meinen Stealth-Camper dran geht und ich einfach nur zeige, dass ich da bin, zum Beispiel mit der Fernbedienung, blinken die Lampen und die flüchten sofort. Also Pfefferspray oder sonst irgendwelche Waffen, nehmt die einfach gar nicht mit.
So, da habe ich jetzt noch eine nette Story für euch. Und zwar ist das vor einigen Monaten gewesen. Da war ich in der Nähe einer Grenze. Ich bin noch nicht mal über die Grenze gefahren. Ich habe alle Regeln einbehalten. Nichts Illegales dabei, keine Waffen, nicht zu viel Geld. Dennoch hatte ich massive Probleme. Was ist passiert? Und zwar Kaliningrad, Russland. Yay! Ich habe etwas über 1 Kilometer von der russischen Grenze übernachtet. Das war noch in Polen und das hat keine 2 Stunden gedauert. Stand ein Militärfahrzeug vor meinem Auto und die haben mich komplett durchgefilzt. Ich meine, ich musste denen meine Karten zeigen, mit meinen Notizen, mit meinen Fotos, wo ich überall war, wo ich überall hin will, wenn man halt in der Nähe von einem Land ist, das Krieg mit Europa angefangen hat, dann das ist nicht so toll. Ich habe die dann am selben Abend noch am Ende gefragt, ja, wenn ich irgendwelche Probleme verursache, dann fahre ich auch gerne weg. Das ist gar kein Problem. Aber die meint, nein, 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 ist okay, ja, kannst hier bleiben, ist kein Problem. Kannst hier übernachten. Ja, habe ich gemacht. Ich habe wundervoll geschlafen. Und ich weiß auch warum. Am nächsten Tag werde ich wach. Punkt 8 Uhr klopft einer an meiner Tür. Ist das so ein hochrangiger Offizier. Er hat dann wieder gefragt, was mache ich? Und dann habe ich wieder alles gezeigt, habe die Karre aufgemacht, habe den Tee angeboten. Wir haben da eine halbe Stunde gequatscht. Jedenfalls, wenn ihr direkt an einer Grenze seid, dann gibt es diese Grauzone von 15 Meter, wo zum Beispiel sich die Russen euch eigentlich einkassieren könnten. So, und dann landet ihr irgendwo in Russland im Gulag für 7 Jahre und eure Familie hört nichts von euch. Also es ist nicht witzig. Oh, es fängt an zu regnen. Ich hatte natürlich ein bisschen meinen Kopf eingeschaltet und bin extra über 1 Kilometer davon weggeblieben, was die aber auch nicht ganz in Ordnung fanden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Offizier sagte dann, das weiß ich noch wortwörtlich, der sagte, Mr. Tobias, it would be better if you leave, you make a lot of work for us. Der war aber super nett, das war alles total in Ordnung. Und dann meinte ich so, ja, alles klar, ich habe sofort, das 8 Uhr morgens war dann eine halbe Stunde später, ich habe die Sachen gepackt und bin losgefahren. Und beim Losfahren habe ich erkannt, warum ich diese Nacht so super geschlafen habe. Militärfahrzeuge, links und rechts, überall Militärfahrzeuge. Die unterschiedlichsten, da waren Trucks, da waren gepanzerte Fahrzeuge, da waren Quads sind dahergefahren. Die haben mich die ganze Nacht beobachtet. Man kennt das vielleicht auch von den Drohnengesetzen. An den Grenzen ist es immer ein bisschen problematisch. Verhaltet euch da ein bisschen ruhiger. Das habt ihr auch vorhin gesehen, als ich die Kamera nicht umdrehen wollte, um die Grenze zu filmen. Das kann ganz schön nach hinten losgehen. Ja, ich denke, das war's. Mir fällt nichts weiter ein. Wie versprochen warte ich jetzt noch ein bisschen darauf, dass der Regen wegzieht. Dann fange ich direkt mal an, meine 3 versuchten Einbrüche nachzustellen. Von diesen 3 versuchten Einbrüchen habe ich persönlich sehr viel von gelernt und bin überzeugt, dass ihr auch da eure Schlüsse draus ziehen könntet. Ich fange einfach an. Der erste Versuch war in Tschechien, Telč. Ich liebe Tschechien. Das ist dort so super. Irgendwie, das hat ein bisschen was vom Wilden Westen in Europa. Jedenfalls gibt es eigentlich aus Rumänien oder Bulgarien diese bekannten Einbrechergruppierungen, die durch die Straßen ziehen und einfach alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und ich nehme an, solche Leute waren das auch, die bei mir rein wollten. Und zwar ist an einem Sonntag, das ist wichtig. Alle Einbrüche, will ich bemerken, alle Einbrüche waren an einem Sonntagabend. Ja, weil es macht auch Sinn. Ich habe selber auch bemerkt, dass 11 Uhr abends an einem Sonntag, da ist einfach keiner mehr unterwegs, weil alle bereiten sich mental auf den stressigen Montag vor. Jedenfalls, an einem Sonntagabend um 1 Uhr nachts, da habe ich bei Telč in der Nähe gepennt, irgendwo in der Pampa. Den Parkplatz habe ich mir selber rausgesucht. Hörte ich einen Diesel ungefähr 50 Meter an einer Straße entlang fahren. Der hat den Motor ausgemacht, das ist stehen geblieben. Ich werde automatisch wach, wenn ich halt einen Motor näher kommen höre und dann geht er aus. Kommt so gut wie nie vor, aber ist ja auch egal. So, da war ich direkt wach. Dann bin ich schon nach vorne gerutscht, habe vorne durch die Lücken geguckt, habe gesehen, dass das ein anderer weißer Transporter ist. Und dieser andere weiße Transporter hat die Lichter ausgemacht. Seine Nummernschilder waren gar nicht beleuchtet. Ich nehme an, die haben die Sicherung rausgezogen. Die sind dann ausgestiegen. Einer ist am Auto geblieben und einer ist nach vorne gegangen. Bis hier vorne hin, vor die Motorhaube, hat reingeguckt und natürlich nicht gesehen, dass ich da gerade durch diese Vorhänge durchschaue. Hat sich hier umgeguckt, hat sich hier die Seite angeguckt, ist dann wieder zurückgegangen, hat nochmal ganz genau hier vorne durchgeschaut. Wir hatten eigentlich Augenkontakt, aber er wusste es halt einfach nicht. Ist dann hier vorbei. Ich glaube, das hatte ich damals noch nicht. Aber ist ja auch egal, im Ausland interessiert das eh gar keinen. Ist hier hinten rum und ist dann wie hier an solchen Büschen vorbei und hat sich von hinten das Auto angeguckt. So, mein Hundeaufkleber hatte ich damals noch nicht. Und dann ist er wieder nach vorne gegangen.
hierhin. Ich konnte ihn durch den Spiegel sehen, wie er hier stand und hier schon irgendwie rumgefummelt hat. Der hat erstmal langsam versucht, die Tür aufzumachen. Also um 1 Uhr nachts mitten im Feld, dann hört man das natürlich. Und ich nehme an, er hat dann versucht, hier irgendwelche Drähte reinzupacken. Ich weiß nicht, wo man hier mit Drähten irgendetwas bewirken will. Und in dem Moment habe ich bereits den Knopf gedrückt, der dafür sorgt, dass halt meine Blinker angehen. Und in dem Moment hat er irgendetwas gesagt. Also ich nehme an, das war irgendwas auf Tschechien. Oh scheiße, da ist jemand drin oder sowas. Und ist dann ganz angespannt einfach wieder zum Auto zurückgegangen. Der andere im Auto ist sofort eingestiegen. Und die sind, ohne den Motor einzuschalten, den Berg runtergerollt und sind dann irgendwo in so einem Industriegebiet verschwunden. Das war's. Mein Herz wäre fast aus meiner Brust rausgeflogen. Ich war so aufgeregt. Ich dachte, jetzt fängt die große Schlägerei an oder sowas. Aber nein, die hauen natürlich sofort ab. Macht ja auch Sinn. Die haben halt einen Plan, knacken die Karre auf, räumen den leer, fahren weiter. Ja, aber da hat halt eine Änderung stattgefunden. Deswegen sind sie dann abgesprungen. So, kommen wir direkt zur Nummer 2. Nummer 2 ist eigentlich relativ unspektakulär. Das war in Südfrankreich an der Côte d'Azur. Und zwar war ich da in den Bergen wandern, kam dann irgendwann zurück, war total erschöpft im Auto. Und das war an einer tagsüber viel befahrenen Straße. Dann saß ich im Auto, hab mir was zu essen gemacht, was zu trinken gemacht. Dann höre ich, dass ein anderes Auto anfährt und direkt rückwärts neben mir parkt, so wie mein Fahrzeug da steht, nur halt links daneben. Und drum uns herum keine Autos, nix, alle nur am Vorbeifahren und keiner parkt hier. Das war so eine kleine Fläche an der Straße halt. Aber richtig verdächtig wurde es dann halt einfach, weil bis kurz vor 11 Uhr stand er neben mir und es wurde nachts eiskalt, eiskalt. Ich meine, ich saß da, habe meine Heizung ausgemacht, weil die Heizung von meinem Fahrzeug natürlich genau auf dieser Seite auch rauskommt. Und ich wollte natürlich nicht zeigen, dass ich im Fahrzeug drin bin. Ich habe den die ganze Zeit beobachtet. Und er hat dann eine Daunenjacke angezogen. Er hat dann angefangen, Wodka zu trinken. Man hat eindeutig gesehen, dass es super unangenehm für ihn war, da zu bleiben, weil es eiskalt war. Wir bewegten uns dann zeitlich Richtung 11 Uhr. Deswegen saß ich dann hier vorne im Auto, hinter dem Vorhang, und habe gewartet, bis ich an der Küste von der Côte d'Azur ein anderes Auto langfahren sehe. Das irgendwie 30 Sekunden, bevor das Auto vor uns herfährt, bin ich nach vorne gesprungen, habe den Motor eingeschaltet und zeitgleich, als das andere Auto hier hervor, bin ich direkt losgefahren und weitergefahren. Ist natürlich jetzt die Frage, wollte der einbrechen oder nicht? Für mich war das glasklar, dass der einbrechen wollte. Wie gesagt, es gab sonst nichts um die Ecke. Es gab in der Nähe noch einen Parkplatz, der eigentlich viel schöner war. Aber nein, das stellt sich direkt neben mein Fahrzeug und wartet dort quasi in die Nacht hinein, um einfach nur diesen stillen, perfekten Moment abzutimen und sich dann an dem Fahrzeug zu bedienen. Ja, also da bin ich einfach prophylaktisch vorher schon abgehauen. Der dritte versuchte Einbruch, der ist etwas interessanter wieder. Und zwar war das auch in Südfrankreich, das war außerhalb von Marseille. Da ist die Kriminalität sowieso extrem hoch. Ich würde nicht empfehlen, dort irgendwo zu stehen. Ja, ich trotzdem stand da natürlich trotzdem und stand da sogar 3 Tage. Und je länger ihr steht, desto gefährlicher ist es. Auf jeden Fall kam dann irgendwann ein Auto angefangen. Am helllichten Tag ist rückwärts in meine Parkplatzgruppe so reingefahren. Hat da irgendwie noch rumrangiert, um sich perfekt hinzustellen, um wieder abzuhauen. Ist dann ausgestiegen, aber dann jedoch komplett desinteressiert an meinem Auto vorbeigegangen, hat nicht hingeguckt. In dem Moment, da war ich davon überzeugt, er wollte nur hinten im Busch pinkeln gehen, ist hinter meinem Auto verschwunden und dann ist Folgendes passiert. Ich habe ein leises Klopfen gehört, aber ein ganz leises, schüchternes Klopfen. So, und in dem Moment habe ich natürlich mal wieder meinen Knopf gedrückt. Zum Abschließen. Und zack, in diesem Moment kam er aus dem Auto hervor, ist hier vorne hergegangen, hat die ganze Zeit gelacht, war offensichtlich nicht pinkeln, ist direkt in sein Auto eingestiegen und direkt losgefahren. Ist für mich auch ganz klare Sache. Der hat hinten das Hundeschild gesehen, hat sich dann gedacht, okay, das will ich mal testen. Und als seine Reaktion kam, ist sein Regiebuch natürlich wieder flöten gegangen, so wie die Polizei das nennt, das Regiebuch. Ist ins Auto gestiegen. Abgezogen. Und ich habe dann auch dasselbe gemacht. Und beim dritten Versuch, von dem ich jetzt gerade erzählte, war mein Puls eigentlich gar nicht mehr oben. In dem Moment war mir eigentlich klar, sobald die merken, dass dort einer in der Karre sitzt, machen die nichts weiter. Die hauen sofort ab. Viel aufgeregter wäre ich, wenn ich in einem Wohnmobil wäre und dann versucht jemand einzubrechen, weil der rechnet von vornherein damit, dass jemand da drin sitzen könnte. Ergo hat er vielleicht eine Waffe oder man spricht auch oft von diesem K.O.-Gas oder Schlafgas, von dem man nicht weiß, ob es sowas überhaupt gibt. Jedenfalls macht es Sinn, dass die Leute bei einem Wohnmobil dann eher vorbereitet kommen, anstatt hier bei so einem Stealth-Camper. Boah, ist mein Mund trocken. Ich bin fertig.
Ich bin fertig. Ich habe garantiert irgendwas vergessen. Schreibt es in die Kommentare. Falls mir noch irgendwas einfällt, dann werde ich definitiv solche Kurzvideos dazu machen oder vielleicht ein ganzes neues Video machen, je nachdem wie viel das ist. Zum Thema Stealth Camper, zum Thema Hygiene und diese ganzen Sachen mache ich definitiv auch noch ein Video. Da habe ich auch so viel zu erzählen. Ja, bei Fragen wie immer schreibt mir direkt. Auslandskrankenversicherung und sowas habe ich jetzt nicht angesprochen. Das ist ja ganz klar. Oder dass man, weiß nicht, so banale Sachen wie achte darauf, dass dein Sprit immer ausreicht. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht angesprochen. Ja, ansonsten packe ich jetzt meine 7 Sachen und sage Tschüss zu Bosnien und Herzegowina. Ich freue mich, dass ihr das Video gesehen habt. Ich hoffe, das hat euch irgendwie geholfen. Und ja, bis zum nächsten Video. Man sieht sich unterwegs.